Hallo Lesende, mein Name ist Melanie, ihr seid bei Seitenreise und ich habe sowohl meinen Lesemonat als auch meine Neuzugänge Juli für euch. Ihr hört es an meiner Stimme, ich war krank. Ich hatte 5 Tage gar keine Stimme und ja, war jetzt insgesamt 2 Wochen krank geschrieben und langsam nervt es. Aber ich habe Bock zu drehen. Ich habe auch was zu trinken da und werde schauen, dass ich das möglichst kurz halte. Deshalb, let's go. Von den 8 Sachen, die ich gelesen habe, sind nur 3 physisch und 5 als E-Books. Ich werde mit dem physischen anfangen und euch dann die E-Books einblenden. Und zwar als erstes gelesen und beendet habe ich die Magie goldgewebter Herzen von Eleanor Barillac. Okay, die Stimme lässt auch teilweise die Namen schwierig sich aussprechen. Erschien im Knauer Verlag. Ist von einer deutschsprachigen Autorin, die in Wien lebt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und hier ist es so ein bisschen cozy Fantasy, was das Cover auch ein bisschen verspricht. Und es gibt aber trotzdem auch düstere Elemente und Themen. Also Eleanor bleibt sich da treu. Denn die ersten Bücher, die ich von Eleanor gelesen habe, beziehungsweise das erste Buch, das zweite ist noch offen, ist Knochenasche, nee, Knochenblumen welken nicht. Und da geht es um, es ist eine sehr düstere Fantasy. Hier haben wir eher eine lockere Liebesgeschichte, die aber halt mit sehr viel intensiven Themen arbeitet. Wir haben hier Lucien, der ein autistischer Magier ist, der eher seine Ruhe braucht und sehr eigene Art hat, Magie zu weben. Das ist in der Familie, in dessen Gewebe er ist, eher nicht so gern gesehen, weshalb er auch sehr viel schmerzhafte Erfahrungen mit dieser Familie verbindet. Er hat es geschafft, sich sein Leben so zu gestalten, wie er es braucht, nämlich auf einem etwas entfernteren Anwesen, das diverse Produkte herstellt, wo er als Mensch auch Prothesen für andere herstellen kann, die Gliedmaßen verloren haben. Und er ist in diesem Gebiet sehr, sehr bekannt und berühmt für seine gute Arbeit. Seine Zwillingsschwester stirbt und er wird über dieses Gefüge mit dem ehemaligen Mann von seiner Zwillingsschwester verheiratet. Es ist so, dass diejenige, die, also die Person, die stirbt, darf bestimmen, wer das sozusagen fortführt, dieses Geflecht. Und in der ersten Zeit ist es auch sehr schwer und turbulent für diese beiden Menschen, die jetzt zusammengeführt werden und aber auch für die Familie als Ganzes, weil die Magie dann teilweise instabil ist. Es muss sich erst neu gefunden werden. Die Harmonien müssen wiederhergestellt werden. Das ganze Konzept finde ich total spannend. Der ehemalige Mann, nämlich Noel, ist jemand, der auch sehr viel Tragisches schon erlebt hat. Er hat als Familie nur noch seinen Bruder, der aber auch sehr übergriffig ist, der über ihn und sein Leben bestimmen möchte und über seinen Bruder halt auch in der Gesellschaft aufsteigen möchte. Und er ist gar nicht zufrieden mit dieser Verbindung, weil Lucien halt als Außenseiter, als sogenanntes Steingesicht gilt, der keine Magie wirken kann. Noel lernt recht schnell, dass es nicht so ist. Und dass da viel mehr dahinter steht und dass Lucien vielleicht sogar der Mensch ist, mit dem er wirklich endgültig glücklich werden kann. Seine Tochter, die er mit Celeste hatte, der ehemaligen Frau, oder Celine? Ich glaube Celine, nicht Celeste, hat auch autistische Züge. Und so ist es, dass diese Menschen sich nach und nach finden und versuchen, neue Wege zu suchen, die einfach allen gut tun. Und was ich hier noch sagen muss am Anfang, zusätzlich zu den ganzen Dingen, die halt ich jetzt schon erwähnt habe, was als Problematiken existiert, ist es auch so, dass es mit einer Szene beginnt, die eben diese Vereinigung, diese neue zwischen Noel und Lucien zeigt. Und die wird vor allem dadurch gemacht, dass beide eine Hälfte des Herzens von der Verstorbenen essen. Das war für mich erstmal so, huch,
ist es jetzt doch eher wie die anderen Bücher von Eleanor? Ist es halt letztendlich gar nicht. Und für mich war es tatsächlich ein bisschen schwer, dann wieder umzuschalten, weil ich dann gedacht habe, ach ja, vielleicht ist es doch eher so was Düsteres, was dem Cover man ja nicht ansieht. Das Cover ist tatsächlich sehr passend. Es ist nur am Anfang so ein kleiner Huch-Moment gewesen. Und auch wenn ihr das Buch anfangen solltet, dann ist es so, dass am Anfang ihr euch da nicht abschrecken lassen dürft von, sondern es ist direkt emotional und beschreibt halt auch viel über die Gefühle der beiden Protagonisten. Und mir hat es gut gefallen. Es hat jetzt eher nur 3,5 Sterne von mir bekommen, weil diese Erwartungshaltung, die ich am Anfang dann doch nochmal überworfen bekommen habe und die dann doch richtig war, das hat einfach mir Schwierigkeiten manchmal gemacht. Aber ich liebe die Beziehung. Es ist auf 4 Sterne aufgerundet worden, weil mir so diese Szenen zwischen den beiden auch nachhaltig in Erinnerung bleiben und mir immer wieder im Gedächtnis aufploppen. Dann bleibe ich mal bei Fantasy. Ich habe nämlich den ersten Band der Welt der Schwerter gelesen von E.S. Schmidt. Das ist ein eher klassisches Fantasy-Buch, wo wir einen Prinzen haben, der von seinem Vater eher nicht so gemocht wird, der aber halt der offizielle Erbe ist. Und dieser Prinz wird deshalb nicht gemocht, weil der Vater ist halt so dieser klassische kriegerische König und ein Mann muss ein Mann sein und blabiblub, weshalb der Vater auch seinen Bastardsohn sehr viel lieber mag, weil der so diesen Erwartungen halt entspricht. Und der Prinz ist eher so, er ist als Zauderer bekannt im Land, weil er eben nicht im Krieg kämpft, er möchte auch nichts töten, er hat da eine Hemmschwelle, die er einfach auch nicht übertreten möchte. Er ist eher so der Kopfmensch, der halt viel liest, der Gelehrte. Und er ist aber klug und er ist auch entschlossen und er kann wirklich handeln. Und im Laufe der Geschichte lernen wir das auch kennen. Auf jeden Fall ist es so, dass der Vater sagt, hey, beweise dich, ich werde dem Tempel der Göttin, die in diesem Land, in dieser Welt halt groß ist, sagen, dass wir eine Frau für dich wollen, weil dieser Tempel und das Königreich sind verbundene, dadurch, dass die Göttin dann eine auserwählt aus diesem Tempel, von denen, die da herangezogen werden, mit einem göttlichen Mahl versieht und diese beiden werden dann verheiratet und dann ist halt der Prinz König. Und es ist so, dass es von denen jetzt eine trifft, die da gar keinen Bock drauf hat, die auch eigentlich denkt, ich bin zu alt und wen von meinen Freundinnen wird es treffen? Sie ist scharfzüngig, sie ist in vielen Heiratsverhandlungen von ihren Freundinnen dabei gewesen, weil sie halt das Beste möchte und hat auch ganz viele Bewerber für sich selbst schon abgeblockt, weil sie keinen lackierten Affen möchte. Und der Halbbruder soll, von unserem Prinzen soll sie halt abhalten und es wird relativ schnell klar, dass der Vater so ein bisschen drauf hofft, dass der Halbbruder sich in diese Priesterin verliebt und den ungewünschten Prinzensohn halt sozusagen stürzt. Gleichzeitig ist es so, dass das Krieg in das Land einfällt und der Prinz halt fliehen soll, auf dem Weg seiner Flucht aber gewissen Sachen begegnet, die ihn dazu zwingen und Erkenntnisse, die ihn dazu bringen, dass er doch in das Kriegsgeschehen eingreift, weil er Dinge erfährt, die einfach wichtig sind, damit das Königreich auch nicht untergeht. Und er trifft auf eine junge Frau, die eine Spionin ist und es ist ziemlich von Anfang an klar, dass der Prinz mit dieser Spionin irgendwie so eine Beziehung entwickelt und dass der Halbbruder mit der Priesterin, weil die Priesterin, und das fand ich halt etwas ganz Schlimmes, sobald die ihn gesehen hat, war sie so ein bisschen, oh meine Güte, er sieht so toll aus und er hat so ein scharfes Kinn und ach, diese Augen und ich war nur so, really? Von dem, wie du eingeführt bist, hat es jetzt gar nicht gepasst. Und ich hätte auch super gerne diese Priesterin mit dem Prinzen gesehen. Letztendlich mag ich sehr die Beziehung, die der Prinz mit der Spionin aufbaut. Aber das mit dem Halbbruder und der Priesterin, ist so, does it have to be like that? Es folgt eher wirklich so diesen klassischen Tropes. Selbst wenn die Figuren ein bisschen ungewöhnlicher sind, aber sie
das ist so ein bisschen dieses Stereotype. Das andere hat mir tatsächlich sehr viel besser gefallen. Es ist so, dass wir hier einen Cliffhanger haben, bei dem ich gesagt habe, oh, ich würde gerne direkt weiterlesen. Ne? Jetzt so nach ein paar Wochen denke ich mir so, muss ich das? It's complicated. Let's say it like that. Es hat von mir jetzt erstmal nur 3 Sterne bekommen, weil mich einfach sehr viel genervt hat von diesem Handlungsstrang mit der Priesterin und dem Halbbruder. Und ich werde mal gucken, wenn ich zeitnah dazu komme, Band 2 mir zu schnappen, dann werde ich es beenden. Wenn nicht, dann ist es für mich einfach ein Einzelband. Und dann habe ich noch von Chuck Tingle Camp Damascus gelesen. Das ist der erste Ausflug von Chuck Tingle in den Horrorbereich. Und ich mochte es sehr. Also, yes, I like that. Es geht hier um die junge Rose Darling, die sehr gläubig ist und die in der Gemeinschaft in der Stadt sehr integriert ist, die aber merkt, okay, irgendwie, ich bin vielleicht doch nicht nur so, wie sie mich haben wollen, weil sie irgendwie für ihren besten Freund überhaupt kein Interesse hat, obwohl er eigentlich ein guter Typ wäre. Und am Anfang der Geschichte ist es so, dass sie ein Mädchen beobachtet und irgendwie halt so ein paar gewisse Dinge feststellt, wo wir merken, oh, eventuell hat sie halt Interesse an Frauen. Und es ist aber so, dass sie sehr, sehr schnell Fliegen spuckt und Dinge wahrnimmt. Also es flackert eine Frau auf, die sehr gruselig wirkt und das mit den Fliegen halt und ihre Eltern benehmen sich komisch. Und sie glaubt so, irgendwie ist schon was sehr seltsam. Am Rande dieser Stadt, dieser Gemeinde, gibt es auch noch dieses entsprechende Camp Damascus, was ein Conversion Temp, Camp ist, also ein Konversierungscamp, was queere Jugendliche in das heteronormative Ding wieder bringen soll. Und es gibt eine hundertprozentige Erfolgsrate. Ihr könnt euch vielleicht denken, eventuell war Rose da. Und Rose versucht aber herauszufinden, was da passiert ist, warum diese Dinge geschehen. Und sie entwickelt sehr schnell ein kämpferisches Gemüt. Und wir haben hier zwischendrin ziemlich coole Dinge, die einfach so diese ganzen mit diesen Camps und diesen Gläubigen sehr umdrehen. Wir haben einige Szenen, die wirklich gruselig sind. Ich finde es auch super krass und cool, wie gewisse Dinge hier eingearbeitet wurden, damit dieses Camp 100% Erfolg hat. Und mir hat es einfach sehr gut gefallen. Es sind von mir 4 Sterne geworden, weil ich zwischendrin dann doch noch mal so ein paar Stellen, die haben sich gezogen, beziehungsweise ich war dann okay. Ich habe gerade das Gefühl, dass das Element total in den Hintergrund gerät und dann, wenn es convenient ist, wieder auftaucht. Ich bin super gespannt auf den nächsten Horrorroman von Chuck Tingle. Das ist Bury Your Gaze. Habe ich schon so ein bisschen auf meiner könnte bald einziehen Liste. Und ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich nur noch E-Books, beziehungsweise ein Buch, das ich mir in der Bibliothek ausgeliehen hatte, nämlich Roofless Vows von Rebecca Ross, dem zweiten Teil dieser Letters of Enchantment-Reihe. Den ersten hatte ich ja als Rezensionsexemplar, den zweiten habe ich mir dann auf Englisch aus der Bibliothek ausgeliehen, weil ich Lust hatte, einfach direkt die Reihe zu beenden. Und ich am Ende des ersten Teils ja gesagt habe, jetzt könnte dieser Punkt sein, an dem diese Geschichte wirklich mit so klassischen Plotbeats und Stereotypen und Heldenweg aufbricht. Spoiler, tut's nicht. Ich fand diesen zweiten Band sehr viel schwächer als den ersten, weil an vielen Punkten war die Spannung, die vor allem durch dieses Briefeschreiben gegeben war, rausgenommen. Und das, was Roman erlebt im Feind des Lagers,
ist tatsächlich nicht so spannend und außergewöhnlich, wie es hätte sein können. Und teilweise fand ich auch Iris ein bisschen klischeehafter. Und ich, ja, also ich war größtenteils einfach enttäuscht. Es hat nicht wirklich das entwickelt, was es hätte entwickeln können. Und deshalb hat dieser zweite Teil von mir nur 3 Sterne bekommen, anstatt wie der erste zum Beispiel 4. Es ist jetzt eine Reihe, wenn ihr einfach solide Fantasy wollt, dann go for it. Ich habe es gelesen und das war es für mich dann aber leider auch. Also ich muss die auch nicht im Regal stehen haben, wo ich noch ein bisschen überlegt habe. Wenn der zweite Teil mich jetzt sehr überzeugt, dann könnte ich es mir vorstellen, dass ich es mir fürs Regal kaufe. Wird nicht passieren. Dann habe ich den dritten Teil der Wayfarer-Reihe von Becky Chambers gelesen, nämlich Record of a Spaceborn Few. Ist für mich der schwächste Teil bisher. Ich finde prinzipiell das Konzept und die Idee, von einem Blick auf diejenigen zu werfen, die mit den ursprünglichen Schiffen von der Erde geflohen sind und wie sie halt in diesem Schiffsverbund leben und mit diesem galaktischen Bündnis zwar arbeiten und Wirtschaftsaustausch haben, aber teilweise trotzdem halt auch sehr abgeschlossen sind und sich abschotten und halt auch nicht bereit sind, sich zu viel zu öffnen und fremden Spezies immer das Gefühl geben, hey, ihr seid ja nicht willkommen und ihr versteht uns einfach nicht. Es geht aber halt auch um die Menschen, ne, die auf diese Station zurückkehren, weil in der Vergangenheit Generationen auf Planeten gelandet sind oder ausgewandert sind und die aber das Gefühl haben, ich bin dort nicht richtig, ich möchte auf diese Station und halt dort meinen Platz finden, ne. Und es geht viel um die Probleme, die das macht mit den Personen vor Ort, den Personen, die versuchen, sich dort einzufinden, ne. Es hat auch viel mit einem Unfall zu tun, der am Anfang des Buches passiert, der, glaube ich, sogar auf ein paar Monate vor den Ereignissen des ersten Buches passiert. Und auch wie mit diesem Schlag diese Gesellschaftsstrukturen und alles umgehen. Und das hat mir alles eigentlich sehr gut gefallen, aber ich kam nicht nah an diese Figuren ran. Und das fand ich total schade, weil das eigentlich so die Stärke von Becky Chambers ist und es hier bei mir einfach nicht geklickt hat. Und deshalb hat es von mir nur 3 Sterne bekommen. Ich finde es super cool, wie auch in diesem Buch, was eigentlich so abseits ist von den anderen beiden, eine Verbindung zu dieser Gruppierung von Menschen ist. Nämlich ist der Captain von der Wayfarer, der Bruder von der einen Figur, der wir folgen. Und ja, auch, dass hier ein Blick geworfen wird auf zum Beispiel die Archive und wie funktioniert das, wie wird es erhalten und wie geht man mit den Toten um. Und ja, das war schon alles gut, aber wie gesagt, dadurch, dass die Figuren mir überhaupt nicht nahe kamen, hat es sich halt auch ein bisschen gezogen. Und es war einfach im Großen und Ganzen schade. Was ich auch gelesen habe, ist Alice und die Geister von nebenan von Jacqueline Davis. Es ist ein Middle-Grade-Buch für Kinder ab 10 Jahren ungefähr. Und wir folgen hier Alice, die mit ihren Eltern schon diverse Male, ich glaube so 10 Mal oder so, auf dem Campusgrund umgezogen ist und immer wieder Bruchbuden bekommt, die sie mit ihrem Vater zusammen renoviert und restauriert, weil sie diese Begeisterung fürs Handwerkliche hat. Ihre Mutter ist eher so die Doktorin, von der hat sie auch ganz viel und sie sind immer so diese beiden Seiten, die sich da halt verbinden und sie hat das von der Seite und jenes von der Seite und sie findet sich, muss, will sich aber auch selbst finden, ne? Und ich finde, im Prinzip ist ziemlich cool, wie Alice hier aufgezogen wird als Figur, als Charakter, weil sie hat zum Beispiel keinen Schulunterricht, sondern die Eltern sind so, du lernst, worauf du Lust hast und am Ende des Tages erzählst du es uns und dann schauen wir mal, wohin sich das entwickelt. Also sie sind da sehr free. Und als sie in das neueste Haus ziehen, hat die Mutter gesagt, Schluss
Wir renovieren nichts mehr. Es gibt doch ein System hier dahinter. Wir kriegen immer Häuser zugewiesen vom Campus, was in meinem Vertrag ist, was vollkommen okay ist. Aber ihr renoviert dann alles und macht's schön und sobald es erglänzt, erstrahlt, sollen wir wieder umziehen. Und der Campus verkauft oder vermietet dann diese Häuser und verdient sich eine goldene Nase daran. Und sie sagt, nein, Kinder sollen ein stabiles Zuhause zu haben. Neue Regel in das neue Haus. Wir werden nichts reparieren. Nichts, nada. Wir werden höchstens die zerbrochenen Fenster abkleben, damit es nicht reinzieht. Aber es wird keine Wasserleitung repariert. Es wird einfach so lange gestreikt, bis uns der Campus zusteht, dass das unser Forever Home sein darf. Und im Haus nebenan, was alles ganz anzieht, das soll abgerissen werden. Aber wie es halt so mal mit Häusern ist, die abgerissen werden sollen, das steht da ganz lange und es passiert nichts, weil irgendwelche Genehmigungen fehlen oder was weiß ich. Und ja, Alice ist von diesem Haus nebenan angezogen und schleicht sich da rein und trifft auf Geister. Nachdem sie auch ein paar erste Reparaturen gemacht hat, weil zu Hause darf sie ja nicht, aber dort irgendwie fühlt sich das richtig an. Und sie lernt drei Geister kennen und möchte ihnen helfen. Vor allem, weil halt auch dieser Abriss dann auf einmal doch näher rückt, als alle gedacht haben. Und ich finde es total süß, wie Alice diesen Geistern versucht zu helfen, auch wie die Regeln sind, warum Geister nach ihrem Tod vielleicht noch liegen, also zurückbleiben und nicht weiterziehen können. Und mir hat auch sehr gut gefallen, wie einfach diese Lösungen für diese Geister dann jeweils waren. Was ich schade fand im Großen und Ganzen war, dass es sich wie drei einzelne Stile in einem Buch angeführt haben. Der erste Teil, und er war bis 20% und ich war echt schon so, boah, wenn das echt so weitergeht, dann, ich weiß nicht, ob ich dieses Buch be werde beenden können, ist es halt sehr dieser Lemony Snicket-Teil, dieser Cheeky Tong. Ich erkläre ganz viel und es ist total clever, wie ich bin und alles. Und das hat mich so genervt, weil ich mit Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events gar nicht klarkam. Ich habe mich zwar durch fünf Bücher gelesen, weil sie sehr kurz sind und ich immer wieder so 2, 3 Monate Pause gemacht habe, aber dann war ich so, nee, habe einfach keinen Nerv mehr dafür. Und dann war es so ein fast schon cozy Renovieren und die Geister kennenlernen, herausfinden, was passiert, recherchieren und am Ende zog dann das Tempo nochmal total an, um diesen Abriss zu vermeiden. Und es war dann auf einmal so Schlag auf Schlag und ja, und das hat es für mich ein bisschen unstrukturiert gemacht und halt nicht rund, was echt schade ist. Ich habe dem Ganzen trotzdem 4 Sterne gegeben, weil ich mir vorstellen kann, dass es das für Kinder in dem Alter echt cool ist. Aber wenn ihr schon älter seid, seid euch bewusst, dass es da sehr viel. Also das hätte noch gut irgendwie was passieren können, um das Ganze anzugleichen. Und ich war so, vielleicht ist es ja das Debüt. Die Person hat schon ganz viele Bücher geschrieben und auch Kinderbücher. Und das fand ich dann schade einfach, weil ja. Und dann habe ich noch von Alicia Jasinska das Fatal Kiss. Das ist eine polyamore, queere Fantasy-Geschichte, so ein bisschen Lower Fantasy. Es spielt in Russland und auch ganz viel mit diesen russischen mythischen Wesen wie Russalskas und Wojtek, dem Herr des Flusses und Wassernymphen und Windgeistern und Waldgeistern und Hausgeistern. Und das hat sofort von Anfang an eine richtig klasse Atmosphäre geschaffen. Unsere Protagonistin Gisela. Ich konnte es in meinem Kopf nicht einmal Englisch aussprechen. Also wahrscheinlich Gisela, Gisela. Ich weiß es nicht. Es ist Gisela für mich. Hat erfahren, dass, wenn man den Kuss eines sterblichen Jungen bekommt, wieder menschlich werden kann als Wassernymphe. Wassernymphen entstehen dadurch, dass also direkt bei oder im Fluss junge Mädchen sterben
die meist so 16 bis 18 sind, vielleicht nochmal 15, also auf jeden Fall so diese YA Range of Age. Und die dann halt in diesen Wasserpalast von Wojciech, dem Herrn des Flusses, kommen und sozusagen halt viel auch, was Wojciech denen geben möchte, ist ein neues Leben, Familie, weil oft sind es auch Mädchen, die halt sehr unglücklich waren oder die einfach gelitten haben in der Vergangenheit und die einen grausamen Tod gestorben sind. Und denen möchte er einfach halt ein schönes Afterlife geben. Und es gibt Möglichkeiten, wie diese Wassernymphen sich von diesem Zustand befreien können, nämlich entweder indem ihr Tod gerächt wird oder indem halt zum Beispiel einen Kuss eines Sterblichen gibt. Und wir haben auch noch Karzik, einem Exorzisten, der Magie wirkt, aber sie sagen, sie sind keine Hexen, weil das verträgt sich nicht mit der Kirche. Und er jagt Gisela mit Vorliebe, weil sie ist ein Pain in the Ass. Sie ist sehr snarky und ärgert ihn gern und Flirt ärgert ihn auch gern. Und durch gewisse Umstände ist es so, dass sie einen Deal miteinander machen, dass er ihr hilft, den Kuss eines jungen Mannes zu bekommen und sie dadurch ja befreit wird und er sie los ist. Und es ist dann so, dass sie sich einen jungen Mann ausgesucht hat, mit dem Karzik aber auch eine Vergangenheit hat. Und Alexei ist ein sehr spannender Charakter, der so ein bisschen auch mit beiden flirtet. Und Karzik ist dann auch so ein bisschen, ich stehe halt schon auf ihn, aber ich habe Gisela versprochen, dass ich die beiden zusammenbringe. Und es ist so, dass zusätzlich zu diesem ganzen Ich will dich loswerden, Trope, halt auch eine Freundschaft entsteht, eine sehr zögerliche, aber die beiden merken, hey, wir können gut miteinander reden, wir können uns auch gegenüber öffnen und Probleme besprechen und Hürden und die beiden verändern sich auch gegenseitig. Und dann haben wir halt als drittes Element noch Karzik und Alexei und ja, es hat mir einfach total gefallen und im Prinzip hat es nur nicht 5 Sterne bekommen, weil ich das Ende dann doch ein bisschen. Beziehungsweise das Ende fand ich gut, aber das Ende. Es gab nochmal so eine Art Epilog und der war so. What the hell? Also zum einen ist es so ein bisschen, okay, es könnte jetzt sein, dass es einen zweiten Teil irgendwann gibt. Wo ich so ein bisschen. Und dann tut es so ein bisschen auch aufheben, was davor zwischen manchen Figuren passiert ist. Und das fand ich so. Das ist jetzt nicht so cool. Das ist sad. Und ja, deshalb hat es nicht ganz 5 Sterne bekommen, aber okay. Mein erster Neuzugang unter anderem war die Magie Goldgewebter Herz, ne? Darüber habe ich schon gesprochen. Dann habe ich den zweiten Band von Der Mond in einer Regennacht mir gekauft. Das ist ein Manga mit Girls Love und darüber werde ich in einem separaten Vlog reden. Wir folgen hier weiterhin Kanon und Saki, die eine Freundschaft bilden, aber also Kanon ist ziemlich taub, nicht komplett, aber sehr stark und Saki ist nicht die cleverste Bohne im Topf. War jetzt eine seltsame Redewendung. Es tut mir leid. Und die beiden freunden sich an und es könnte auch sein, dass sich zwischen den beiden was entwickelt. Es ist schließlich Girls Love. Dann habe ich noch, was ich auch neu hatte und schon besprochen habe, ist das Fatal Kiss. Ja, dann habe ich noch als E-Book So gehen wir denn hinab von Jasmine Ward. Das habe ich über NetGalley bekommen. Das ist ein Roman über Schrecken der Sklaverei und wir folgen Ennis, die eine Figur ist, die viel mit Stärke, Zuversicht, Hoffnung und wahrscheinlich auch glücklichen Umständen halt gegen diese Schrecken kämpft. Und ich wollte schon immer was von Jasmine Ward lesen und das ist jetzt halt sozusagen meine Chance. Was ich als E-Book auch hatte, was ihr bereits gesehen habt, ist Alice und die Geister von nebenan. Und dann habe ich noch 3 Special Edition Bücher und was ich an Kleinigkeiten von der Vegan Fantasy Fair mitgenommen habe. Und zwar habe ich zum einen aus der Illumitrade Mai die
ist ein bisschen verspätet losgeschickt worden, weil es irgendwelche Probleme gab. Und zwar von Vaishnavi Patel, Goddess of the River. Das ist auch eine Neuerzählung von indischer Mythologie. Und es ist knallpink hier. Und ey, ich. Boah. Und auch hinten. Also hinten ist das Bild nochmal. Es ist vorne so. Es ist sehr, sehr schön. Und hier steht: A mother and a son, a goddess and a prince, a curse and an oath, a river whose curse will change the fate of the world. Und tatsächlich möchte ich auch gar nicht viel mehr wissen. Das erste Buch von Patel, das Kaikeyi, ist ja auch sehr bekannt und sehr beliebt. Und ich werde jetzt halt erstmal das zweite Buch lesen. Und wenn mir das sehr gut gefällt, dann werde ich mir den ersten Teil, sage ich schon, erst das erste, also das Debüt von der Autorin auch noch holen. Dann habe ich meine allerletzten beiden Rainbow Crate Bücher erhalten. Zumindest habe ich das Abo erstmal beendet. Und ja, es ist zum einen, das ist das Indie-Buch, das von Priyoni Cameron, The Ballad of Jacqueline Delahaye. Ist richtig schön, finde ich. Das Originalcover ist dieses. Was nett ist prinzipiell. Aber ja. Und hier geht es darum, um eine Piratin, die halt eine BIPOC-Person ist und die sich an, also in der Piratengesellschaft hochkämpft und eben dabei diverse Hürden überwindet. Und sie segelt durch die Karibik und wird halt immer mächtiger. Und genau, und ich mag dieses Illumicrate. Das Rainbow Crate Cover sehr. Weil ich mag auch die Zeichnung. Und ja. Außerdem haben wir noch von Antrie L. Bradley Trailer Park Prince. Und auch das finde ich so schön gemacht. Auch hier mit dem Farbschnitt. Und innen drin ist es natürlich auch schön. Wir haben vorne und hinten dasselbe Vorsatzpapier. Die Unterschriftenkarte sieht auch sehr schick aus. Das greift nämlich ein Motiv von dem Umschlag auf. Wir haben hier vorne Trailer Park Prince stehen und hinten einen Spruch, nämlich The second born of any set of twins had to die. Und das sagt auch schon viel darüber. Ich habe hier auch nochmal die schreibende Person. Und zusätzlich dazu, dass hier noch dieses Zwillingsthema und eine Person davon soll eigentlich sterben, ist es so, dass Zwillinge, anscheinend schon so, sogar Zwillingsprinzen, Noen und Jormen, werden zusammen mit sehr vielen anderen aus ihrer Heimat in die menschliche Welt gezogen und müssen dort versuchen, ein normales Leben zu führen und ihre magischen Fähigkeiten zu verheimlichen und das könnte echt ganz cool sein. Und dann war ich ja noch auf der Vegan Fantasy Fair und habe da zum einen für 2025 den Fuck Yeah Kalender mir geholt. Ich liebe wieder vieles daran. Ich zeige euch einfach mal irgendeine Seite und die Rückseite davon. Und das habe ich von Johanna gekauft. Es sind mit 58 KünstlerInnen, die hier beigetragen haben, diesen Kalender so schön zu machen, wie er ist. Und von der Künstlerin selbst habe ich mir diese Sticker geholt. Nämlich. Es ist so wunderschön. Ich liebe alles daran. Und das war diese Pilze, und zwar Johanna Forster. Ich verlinke euch das auch unten. Und dann habe ich noch von Josephine Illustrationer, auch das werde ich unten verlinken, drei Sticker geholt. Nämlich ein Cappuccino.
Dann diesen Frog. Und Hello from the other side. Ich habe mir auch, da habe ich nicht eine Visitenkarte mitgenommen, aber mir dieses Herz geholt. Ich schaue nochmal auf der Seite nach und werde es wahrscheinlich verlinken. Ne? Mir wurde geschenkt dieses wunderschöne Lesezeichen. Das ist vorne und hinten. Sieht es genauso gleich aus. Außerdem, das ist das größte Geschenk, lasse ich dann noch für den Schluss übrig. Diverse Sticker. Das ist sogar auch Werbung, nämlich Active Arrow. Liebe ist kompliziert und schwer zu greifen. Vielleicht findest du dich auch auf dem Arrow-Spec wieder. Ich blende es mal hier. Also ihr dürft gerne den QR-Code oder euch diese Seite merken. Und ich werde es natürlich auch unten verlinken, weil ich finde es super cool, dass es da ein Netzwerk gibt. Und davon habe ich diverse Sticker bekommen. Weil mit ihr und dem Kumpel habe ich mich super gut unterhalten. Und dann haben wir noch Inspection, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Szene. Und nochmal ein anderes aus dem Podcast, nämlich mit Arrow und Ace. Und da würde ich gerne mal reinhören, auch wenn ich mich mit Podcasts schwer tue. Aber ja. Und dieser Kumpel hatte ein Tattoo und hat gemeint irgendwie, ja, er hat das Tattoo auch als Sticker. Und die eine hatte tatsächlich noch eins zu Hause, die wohnte dort und hat dann diese Sticker mitgebracht und halt nochmal einmal diesen Oktopus. Es ist so wunderschön. Und wird bestimmt irgendeins meiner zukünftigen Notizbücher zieren, weil das muss ich zur Schau tragen. Was auch ganz cool war, was bei dem einen Essensstand war, Love All the Same Way. Habe ich mir mitnehmen müssen, ne? Ist von Team Vegan. Und was ich dann noch geschenkt bekommen habe, wo ich fast geweint habe. Es ist eine Kette und sie ist wunderschön. Es ist dieser Galaxy Fuchs. Und er ist vorne und hinten, ne? Hat er halt so ein bisschen ein Galaxy-Thema. Und das ist handgemacht. Die beiden, die das machen, nämlich Jewelry Fusion, ne, sind beides Zahnprothesen herstellende. Und er hat irgendwie auch nochmal Goldschmied gelernt, weshalb wirklich alles so wunderschön ist. Und ich werde definitiv mir aus diesem Shop irgendwann nochmal andere Dinge gönnen, weil es so einfach ein Traum ist, was die machen. Die haben auch wunderschöne Broschen und Haarspangen. Und ja, ich liebe es. Und vielen, vielen Dank nochmal. Das war wirklich so, das hast du nicht wirklich getan. Weil es war natürlich auch nicht günstig. Und ja, ich bin sehr dankbar. Das Video ist jetzt doch dann ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Kennt ihr eins der Bücher? Habt ihr eins davon gelesen? Ne? Wollt ihr eins davon noch lesen? Ne? Sagt mir auch gerne, was bei euch im Juli eingezogen ist. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, hey, das musst du auch lesen? Ne? Ich freue mich darauf, von euch zu hören. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Gebt mir auch gerne ein Like oder lasst ein Abo da. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, behaltet den Regenbogen im Herzen und die Toleranz im Kopf. Tschüss!